Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Herr Thieme, gut, dass wir uns heute wieder unterhalten. Genau der richtige Zeitpunkt. Letzte Woche war unser Gespräch auch am Mittwoch und zwar unter dem Zeichen Boden erreicht. Der DAX hatte erstmals wieder über die 10.000 Punkte geschnuppert und ist seitdem auch nicht mehr unter diesem Tiefpunkt 8.500 Punkte bzw. ein bisschen drunter gefallen. Ganz im Gegenteil, die 10.000 wurde immer wieder überschritten. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie echte Aufbruchstimmung, die wir da hatten. Jetzt, eine Woche später, am heutigen Mittwoch, korrigiert der Markt wieder. 3% Minus ungefähr am Mittwochmittag. Die 10.000 wieder ein paar hundert Punkte weg. Herr Thieme, was ist da los im Markt? Ja, wir erleben jetzt das Testen der sogenannten Tiefstände. Es war übrigens keine Korrektur, wenn wir 3% fallen. Ich will jetzt nicht so lehrerhaft klingen, aber normalerweise ist eine Konsolidierung das Ausatmen, nachdem wir vorher ja deutlich angestiegen sind. Beim DAX-Index haben wir immerhin von der vergangenen Woche von den Tiefständen bis hin zu den Höchstständen hatten wir immerhin einen Plus gesehen von 20%. Beim Dow Jones Index waren es sogar auf Schlusskursbasis, wenn man die Basis nimmt vom Montag und vergleicht es dann mit dem Donnerstag-Schlusskurs vergangene Woche, hatten wir einen Anstieg von 21% gesehen. Und das erfüllt die Definition aus meiner Sicht der Hosse. Denn eine Hosse heißt plus 20% auf Schlusskursbasis. Und daran gibt es keinen Zweifel. Wir haben also eine Bässe gesehen, die fing an am 12. Februar an der Wall Street, dauerte dann bis zum Montag vergangener Woche, da war das minus 38%. Das war der größte Rückgang prozentual gesehen in dieser Form in einer so kurzen Zeit, also ein Rekord, wenn man so will, und haben darauf einen Anstieg gesehen, der wiederum Hosse anzeigt. Das heißt nicht, dass jetzt alles vorbei ist, aber das wird mehrfach sich testen aus meiner Sicht. Und wir werden jetzt, wie wir sehen, wieder einen Abwärtstrend erleben. Das werden wir gleich diskutieren, warum das ist. Aber wichtig ist festzustellen, ausatmen ist der Markt zwischen 0-5% nach unten geht. Ausatmen 0-5%. Von 5-10% ist es eine Konsolidierung und ab 10% Korrektur und ab 20% Bässe. Das sind also die klassischen Definitionen. Ich will nicht lehrerhaft klingen, ich wollte es nur mal erwähnt haben und jeder weiß, wovon wir reden. Ja, dann wollen wir natürlich noch gucken, was genau denn da jetzt passiert ist. Ist das ein Trading-Markt? Sind das die Spekulanten, die da gerade den Markt machen? Oder was genau ist da passiert? Ich hatte ja gesagt, hat sich angefühlt wie Aufbruchstimmung. Die 10.000 wurde immer wieder nach oben hin überschritten und manch einer hat sich ja schon gedacht, juhu, jetzt geht's los. Jetzt sind wir auf einmal wieder bei 9.600. Es ist so, wir haben hier ein Phänomen, was tatsächlich in der Geschichte selten passiert. Wir haben verschiedene Rekorde aufgestellt, die es in dieser Form noch nicht gab. Und fangen wir mal an mit der Wall Street. Warum? Weil die Wall Street ja die größte Börse der Welt ist und sie ist einmal die Leitbörse. Und das, was an der Wall Street passiert, wird auch mit Verzögerungen und mit leichten Verschiebungen auch in den restlichen Weltbörsen immer nachvollzogen. Das ist bisher so der Erfahrungssatz. Ich war an die Wall Street, wenn ich von der Wall Street rede, rede ich eigentlich von einem Markt, der am 26. Mai, um genau zu sein, 1896 beim Dow Jones anfing mit knapp 41 Punkten und sich dann über verschiedene Stationen bis auf die 29.550 Marke enthoch entwickelt hatte bis zum 12. Februar diesen Jahres. Und in diesem Zeitraum, den wir gesehen haben, hat sich eigentlich die restliche Welt immer wieder an die Wall Street oder nach der Wall Street gerichtet. Deswegen nehmen wir sie auch und sie ist auch ungleich größer als jeder andere Markt. Der DAX-Index ist nicht mal ein Zehntel dessen, was die Wall Street ausmacht, nicht wahr? Also wir sind ein kleiner Winzling im Vergleich zur Wall Street. Deswegen Wall Street bitte immer zuerst betrachten, damit man auch globale Tendenzen daraus interpretieren kann. Ja, was ist an der Wall Street passiert? Wir haben hier das erste Quartal nun hinter uns und die Zahlen liegen jetzt vor. Wir haben ein Minus gesehen beim Dow Jones von 23% und das ist das schlechteste erste Quartal in der Geschichte des Dow Jones. Das hat noch nie passiert, 23%. Man muss wohlbemerkt sagen, auf das erste Quartal bezogen. Es gab einige andere Quartale, die etwas höher waren, aber noch nie gab es ein erstes Quartal, was so negativ war. Das gleiche übrigens beim Standard & Poor's 500 Index, der den breiteren Markt abdenkt. Wie schon der Index ja sagt, er besteht aus 500 Werten, während der Dow Jones 30 Werte hat. Und dieser Standard & Poor's 500 Index gibt es offiziell seit 1928 oder seit Anfang 1929, um genau zu sein. Und er hat in seiner Geschichte auch noch nie ein so schwaches Quartal erlebt. Das war ein Minus von 20%. Also im Gegensatz zu 23% Dow Jones, 20% Standard & Poor's 500 Index, also ganz klarer Besser auch.
und auf Quartalsbasis bezogen. Und dann der Ölpreis fiel um 66%, das Texas-Öl im ersten Quartal. Und so etwas hat es noch nie, weder auf Quartalsbasis noch nie in der Geschichte des Ölpreises gegeben. Nun ist der Ölpreis, die war ein Preis, der eigentlich erst so seit 1972 oder 73 frei gehandelt wird. Vorher war er ein festgelegter Preis. Insofern ist es ein jüngerer Index. Und wenn man sich dann weiter anschaut, der DAX-Index in dem gleichen Vergleich ist im ersten Quartal um 25% gefallen. Und auch das dürfte eine Ausnahmesituation sein. In anderen Worten, wir haben es hier mit einer Börse zu tun, die, egal wie lange man an der Börse tätig ist, ob wie bei mir 50 Jahre oder mein Freund Hans Bernecker über 60 Jahre oder Jens Erhardt, nicht wahr, der ebenfalls über 50 Jahre tätig ist, oder ein Gottfried Heller, die alten Hasen sozusagen, die Urgesteine der Börse. Früher war es immer unser Altmeister Costolani, nicht wahr, der aus der Geschichte erzählen konnte. Wir haben hier ein Phänomen vor uns, was wir in dieser Form noch nie gesehen haben. Wir haben zwar Erfahrungen, wie man mit Crashs und so weiter umgeht. Aber das, was wir aktuell sehen, ist etwas, was keine Beispiele hat. Und wir können also nur aus den von uns erfahrenen Situationen eines lernen, wie wird es sich weiterentwickeln. Aber den genauen Verlauf können wir nicht genau prognostizieren, weil A, der Coronavirus nach wie vor unfassbar ist. Also er ist nicht kalkulierbar für uns. Wir wissen noch nicht, wie er sich im Einzelnen ausspielt. Wir wissen nur, dass wir hier laut der Virologen gewisse Vorstellungen haben, dass die Zahl der Todesopfer noch nicht in der Spitze erreicht ist, dass noch bis auf ganz wenige Situationen in China vielleicht und vielleicht auch in Südkorea man jetzt Herr der Lage wird, aber man hat ihn noch nicht besiegt, man hat ihn noch nicht erledigt, man hat noch kein Gegenmittel. Also all das ist Neuland für uns. Und was hinzukommt ist, es ist noch nie in der Weltgeschichte passiert, soweit ich es mir angeschaut habe, noch nie passiert, dass die gesamte Welt mehr oder weniger stillsteht, Ausgangsverbot ist, global, die Menschen nichts tun dürfen. Bei Kriegen, wenn alles zerstört ist, können die Leute sofort am nächsten Tag wieder anfangen mit dem Aufbau. Hier werden die Menschen bewusst zurückgehalten, um Herr der Lage zu werden. Das ist das Novum. Und deswegen sage ich auch immer wieder, es ist ein schwarzer Schwan. Ich hatte ja gestern ein Interview im Stuttgarter Fernsehen gemacht, wo dann so einige Kommentare so, ja, Team redet da vom schwarzen Schwan, man wusste doch, was in China passiert ist, wusste doch jeder wissen, was hier passiert ist. Nein, man sah zwar, was in China passiert war, man wusste aber nicht, wie es sich bei uns überhaupt auswirken wird, weil auch der Informationsgehalt relativ dünn war. Wir wussten nur, dass China abgeschlossen war. Und das war ja auch der Grund für mich im Februar, und da bitte ich auch nochmal zurückzugehen, nicht wahr, auf unsere wöchentlichen Diskussionen und bei mir in der Marktprognose, die ja auch permanent vorhanden ist, habe ich gewarnt. Ich habe gesagt, das ist zu hoch, was wir sehen. Der Markt kann das nicht absorbieren. Wir tun so, als ob kein Corona-Fall existiert für uns. Aber dass es so weit runterkommt, hatte ich auch nie gedacht. Ich sprach von 12.000 bis 12.500, so als Basis, wo man sich wieder einkauft und empfahl, nicht wahr, 20% Liquidität zu haben bis 40% vielleicht, aber man hätte sagen müssen, nachher rein, im Februar, raus, raus, raus. Das kann man aber nicht sagen, egal mit welcher Erfahrung man hier argumentiert, denn so etwas war nicht voraussehbar. Und dieser Radikalismus ist auch gefährlich, denn da hat man mal nur eine Chance, mal richtig zu liegen. Und wenn man schief liegt und es passiert nicht so, wie man sich vorstellt, dann ist, steht man mit leeren Taschen da oder verpasst die Chancen. Also das muss man immer wieder richtig einordnen. In anderen Worten, was wir erleben, ist ein Novum. Und ich versuche immer wieder aus der Situation heraus die Wahrscheinlichkeit aus meiner persönlichen Sicht unseren Clubmitgliedern darzustellen. Und das sieht wie folgt aus. Wir haben den Coronavirus jetzt gesehen, erleben ihn weiter. Die Problematik ist noch lange nicht beendet. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.